Warum nicht? Ah, noch ein bisschen höher. So, jetzt sieht so aus, als ob man da unten lang kann. Also man sieht so den leichten Schimmer von von Podesten, aber ich traue mich nicht. Deswegen gehe ich lieber Safety First und so und gehe weiter. So. So, wie bekommen wir dich denn da runter? Sieht so aus, als ob man das kaputt hauen kann, finde ich. Das versuche ich jetzt auch mal. Wenn die Kiste dann hier bleibt. Ja, sag ich doch. Nein, sie hat sich verkeilt. Da ist eine kaputte Brücke. Da oben sind Stacheln. Da ist eine Fackel. Na, das ist gar nicht mehr so. Die Idee ist, glaube ich, gar nicht mehr so blöd. Man kann die hier, glaube ich, wieder einhängen. Jetzt muss die Kiste bloß mal eben weichen. Draufhalten und coole Sache. Ich finde das fies, die können in dem Sud stehen. NP, steht ruhig weiter rum. Licht an. Direkt, ihr Penner! Na, kommt ihr jetzt wieder hoch oder nicht? Ihr wisst es wieder selber nicht. Boah, stehen da drei Skelette unten. Da kommt hier wieder die nächsten. Ich finde sie einfach lästig. So, aber so muss es gehen. Prima. Ich nehme übrigens dieses Video gerade auf und habe vorhin bemerkt, dass uns noch 3 Klicks zu den 200 fehlen. Nur noch 3. Das finde ich unglaublich. Nur mal so. Also, wir sind jetzt eine knappe... wobei, wir sind schon anderthalb Wochen, glaube ich, hier aktiv am Let's Playen und machen das Ganze für euch. Und ja, da finde ich 200 Klicks einfach doch schon echt enorm. Ich freue mich total darüber und hoffe natürlich, dass es auf Dauer noch ordentlich mehr werden und natürlich Let's Playen wir auch umso mehr. Dann eure Klicks und eure Kommentare und vielleicht sogar... eure Abos spornen uns natürlich immer weiter dazu an, das Spiel fortzuführen oder die Let's Plays fortzuführen, nicht nur das Spiel. Ich habe eine höhere Stufe erreicht. Und ja, natürlich, umso mehr Spaß ihr daran habt, umso mehr Spaß haben wir auch. Und ja, macht weiter so. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr euch zutraut, das Freunden zu empfehlen, bitte. Einfach nur zu. Oder liked uns auf Facebook bald, also das werde ich wohl ab 10 Abonnenten machen, denke ich, dass ich dann unsere Facebook-Seite endlich mal freischalte.
liked uns dann auf Facebook und verteilt uns auf irgendwelchen Internetplattformen und postet unsere Videos und macht was ihr wollt. Doch helft uns ein bisschen auch ja, beim Bekanntwerden, so dass wir weiterkommen in der ganzen Geschichte und dass wir nicht demotiviert werden, sage ich mal. Denn ich muss natürlich sagen, wenn das hier alles keinen Anklang findet, hören wir vielleicht auch irgendwann damit auf. Aber das fände ich sehr, sehr schade, denn das ist doch schon ein echt schönes Hobby von mir und Badas geworden. Und wir unterhalten uns einfach auch sehr, sehr viel darüber, selbst wenn wir gerade nicht Let's Playen und eigentlich auch überhaupt nicht dazu verabredet sind. Achso, ich habe das schon angeschossen. Machen wir natürlich trotzdem weiter. Und, ups, jetzt dachte ich gerade, ich könnte mir die Fiole da unten holen. Ja, wo war ich? Achso, genau. Es ist einfach ein großes, großes Thema für uns. Ich selbst gucke selbst mal auf Arbeit immer mal, was so unsere Klicks sagen und ob wir vielleicht mal auch einen neuen Kommentar dazu bekommen haben und so weiter. Also da merkt man schon ganz gut, wie wichtig mir das doch eigentlich ist. Denke ich und hoffe ich. So, wie soll ich denn da unten hinkommen? Da unten sind zwei Fiolen, eben bin ich schon eine vorbeigelaufen, aber ich weiß nicht, wie ich da unten hinkommen soll. Ich habe noch keine so rechte Idee zu. Da unten ist sogar eine Kiste. Das heißt, es würde sich eigentlich auch lohnen, das irgendwie mal zu riskieren. Aber ich habe einfach noch keine Idee. Also da unten kommt man auf jeden Fall durch. Ja, mal gucken. So geht's nicht. So. Da passt sie gut hin. Schauen wir mal. Ah, Mist. Aber hätte ja klappen können. Das sah gar nicht mal schlecht aus. Versuche ich vielleicht einfach nochmal. So. Fast zu hoch. Nein! Er springt einfach nicht schnell genug. Oder ich bin zu langsam. Wie auch immer. Aber ich will es trotzdem weiter probieren. Ich will die haben. Vor allem in die Kiste. Achso, oder ich falle einfach durch. Das war viel zu einfach. So einfach kann ich gar nicht denken. Und was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Armschutz! Ja! Booyakaschen! Armschutz, macht was! Geben dem Charakter mehr Schutz. Vermindert den Schaden an. Oder. Den Armschaden, nennen wir es mal Armschaden. So, hier. Bitte einmal auf den Krieger. Wie war das denn? Ah, hier draufklicken. Und. Achso. Keine Metaste. Armschutz! Da kostet das schon 3, da kostet das auch 3. Was hatte er noch gleich? Der die Titanen ausgestattet. Ah ja, genau. Ich glaube, ich hebe die einfach mal auf. Feuerpfeil ist zwar ganz nett, aber ich glaube, ich finde den Doppelschuss cooler. Komme ich so auch wieder hoch, wie ich runtergekommen bin? Ja. Ist manchmal ja schon enttäuschend, wenn das immer viel, viel einfacher ist, als man denkt. Aber nun gut. Ui. Ui. Ah! Ich glaube, es ist ein Gegner. Wow. Bisschen Angst. Ich glaube, so geht's aber. Ein bisschen nah. Bringt das überhaupt was?
genau während seiner Attacke. Nein, bringt auch nichts. Ja, aber selbst wenn ich ihn einfach in den Magen reinschieße, bringt das nichts. Oh, was muss ich nur tun? Da, jetzt habe ich gerade Schaden gemacht. Cool, dem klappt das. Komisch. Oh, Mist. Scheiße, Kacke. Ja, was soll ich denn mit dem machen? Mal im Ernst. Haha. Soll ich eine Plank an den Kopf schmeißen oder was? Naja, gut. So, hier. Da fangen wir nochmal an. Und. Ja, mit halber HP, aber nicht viel. Na gut, muss klappen, muss klappen. Aber ich glaube, er hat nicht gereckt. Nein, hat er nicht. Wir müssen hier raus. Dies ist der Weg zum Schloss. Wir sind in der Nähe des Verlieses. Ha! Es muss essen. Das ist ein Hebel, oder? Ja. Auf zum Schloss! Auf zum Schloss! Genau! Ein Schloss! Fette Brücke. Wir sind im Schloss. Ich fand das schön. Unsere Helden betreten das Schloss durch das Verlies. Der Ritter dachte zurück an seine Kindheitstage und an die Aufregung, die die dunklen Korridore hervorgerufen hatten. Damals, als die Spinnen klein waren und die Skelette ordentlich in den Ecken gestapelt wurden. Dieser Ort lässt mich frösteln. Es ist ein Verlies. Das ist sein Zweck. Keine Angst, ich habe mein Schwert und meinen Umhang. Ich bin der König des Schlosses. Ich zerstöre alle meine Feinde und führe meine Armee in den Sieg. Wir sind unbesiegbar. Vor allen Dingen, er hat seinen Umhang. Oh Gott, er hat einen Umhang. Vorsicht! Kommt ihr nicht zu nah, er hat einen Umhang. Ach nun, zauber doch mal eine Planke, aber doch keine so eine große. Komm ich daran vorbei? Nee. Dann müssen wir ein bisschen was anderes machen. Dreh dich. Voll getrickst, ey. Voll gut. Hab Angst vor meinem Umhaken. Klappt so nicht. Ja, ich Idiot. Oh, die Skelette haben jetzt Rüstung an. Nein, Mist. Frisst meine Pfeile. Ja, Pfeile. Komm, Pfeile.